Space Engineers ist auf meiner Wunschliste drauf, habe ich mir bisher aber noch nicht geholt. Wäre aber auch ein Spiel, wo ich denke ich mal sehr, sehr viel Spaß haben könnte. Gold. Wir haben Diamanten gefunden. Einen ganzen Diamanten. Das ist so geil. Es ist so geil, dass wir einen Diamanten gefunden haben. Ach, weißt du was? Komm. Lebst du? Nö, ich glaube, dich haben wir überfahren, ne? Es wäre auch cool, wenn man die irgendwie mit den Toten auch was anfangen könnte. Das hätte auch noch was für sich. Ja, ich weiß, dass es wirklich gut wird. So, dann nehmen wir das kleine, Kracherpulver, Gold. Ja, ich wusste auch, dass wir noch Gold haben. Silikon. Ne, was suche ich denn dem gerade? Was ist das? Ach, da ist der alte Power Generator. Der alte. Ich finde das mit den Solarmodulen aber besser. Da muss man ein bisschen mehr, überlegen, weil man ja nur bis zu einer bestimmten Tiefe eine vernünftige Sonneneinstrahlung hat, wie man dann die Basis dementsprechend versorgt. Die Schubkanone haben wir uns noch nicht gebastelt. Die müssten wir auch mal machen bei Zeiten. So, sonst gibt's aber nichts weiter. Sonst haben wir eigentlich alles soweit. Ja. Ja, gut. So, dann die kleine Motte. Oh, ich fände das so geil, wenn wir mit den Solar und dann die Batterien aufladen könnten. Ich brauche sowas, wir brauchen sowas. Ich will sowas haben. So, in diese Richtung. Wir machen uns jetzt erstmal zur Aurora. All systems online. Weil ich da nochmal nachgucken möchte, ob wir vielleicht unsere Verbesserungen für den Cyclops finden. Hey Adler. Weil, dass die weg sind, finde ich irgendwie uncool und wir können sie ja aktuell nicht nachproduzieren, weil man halt eben DNA dafür braucht. Oder war es DNA? Ich glaube, für eins brauchte man DNA definitiv, meine ich. So, Sekunde. Zap, zap. Zap, zap. Ich muss auch sagen, das mit der Hüllenintegrität ist auch eine geile Idee. Weil man muss sich dreimal überlegen, wie mache ich das. Weil Hüllenintegrität, ich sag mal, diese Verstärkungen, die bringen eine Hülle zusätzlich. Und aber Glas macht zwei weg. Und es gibt Räume, wenn man beim Death Diary mal reinguckt. Also beim, wie sie da gerade dran am Arbeiten sind, was sie alle schon umgesetzt haben. Intern. Oh, schön. Da gibt es Räume, die sind komplett aus Glas. Das heißt, sie werden extrem auf die Hüllenintegrität gehen. Oder müssen nochmal zusätzlich verstärkt werden oder so. Ey, wir müssen hier so arschvorsichtig sein. Wir haben nämlich keinen Bock, von Leviathanen gefressen zu werden. Oder wie die Viecher hießen. Aber hier gibt es so viel Metall. Weil hier die Aurora ist. Da ist schon wieder Metall. Guckt euch das an, wie viel Metall es hier gibt. Oh. Hä? Oh, okay, alles klar. Moment, Fragment. Fragment? Was bist du? Seemottenfragment. Ach, hatten wir doch schon, brauchen wir nicht mehr. Lass mich raten, der Inventar ist voll. Ah, zeig mir! Gib mir das Inventar. Okay, wir haben noch genug Platz. Wir haben noch genug Platz, um, wenn wir hier was finden, das mitzunehmen. Hoffe ich. Wir suchen ja effektiv nur nach den Batterien, ne? Oh nein, die sind offen. Die sind noch offen, so wie ich sie zurückgelassen habe. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen für meine Idee. Können die riesigen Viecher uns eigentlich angreifen? Bestimmt. Unser Riesenraumschiff wollten sie ja nicht... Riesenraumschiff sei jetzt schon. Unser Riesenboot wollten sie ja nicht angreifen. Ich bin eben gerade ein bisschen paranoid, weil ich sie höre, aber nicht sehe. Es wäre geil, wenn man merken würde, wenn sie näher kommen. Also sprich, dass sie ein lauter schreien. Okay, ich glaube, ja. What? Direkt zwei von euch. Geht weg. Lass mich los. Das ist uncool. Hallo? Ja. Alter! What the fuck? Okay.
Okay, ganz schlechte Idee, 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 wir müssen hier weg. Okay, okay, Dudes, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden, ist alles cool, ich bin weg, ist alles gut. Wir werden euch nie wieder behelligen. Alter, ich hab gesagt, ich bin weg, also lasst mich in Ruhe. Oh nein, er zerstört es, er zerstört es. Oh oh. Nein. Fuck, wir sind am Arsch. Wir sind so tot. Wir sind so gottverdammt tot. Wir sind so tot. Scheiße. Komm schon. Wo ist er hin? Ist egal. Nicht zurückgucken. Hier so versuchen, ein bisschen bei den Pilzen zu verstecken. Ja. Seemädchen. War schön mit dir. Wir hatten mal wieder eine gute Zeit. Nicht. Wie immer bist du mir kaputt gegangen. Wie immer. Wir brauchen Torpedos. Und das ist noch nicht mal das größte Viech, was die einfügen wollen. Wenn dieses Riesenviech aus dem Trailer dann kommt. Na Halleluja. Na Halleluja. Ah, der Wal. Auf dir eine Basis zu bauen, wäre bestimmt auch interessant. Moment. Ach, schade. Es wäre so geil. Es wäre so geil. Wenn wir auf euch eine Basis bauen könnten. Ich bin echt gespannt auf die Verbesserungen, die man sich selber dann noch reinbauen kann. Mit der DNA. Meine Zerstörungswut? Hallo, ich wollte nicht, dass das zerstört wird. Ich kann doch nichts dafür, wenn wir angegriffen werden. Aber wir haben es zumindest überlebt. Das ist, das ist verdammt gut. Wir haben es überlebt. Ich hau mir mal was zu essen rein. Ach, Inventar ist voll. So. Ich glaube, das reicht erstmal. Alter Vater. Alter Vater. Ja, hier wollte ich ja ursprünglich meine Basis aufbauen, aber irgendwie habe ich das jetzt aufgegeben. Ist, glaube ich, auch ganz gut so. Sieht nämlich aus wie Kraut und Rüben, was ich hier gemacht habe. Ja, ich habe das Fenster offen, das stimmt. Oh, warte mal, da können wir ja nachgucken. Ob sie hier noch was verändert haben. Ne, den Fabrikator, können wir den abbauen eigentlich? Wo habe ich jetzt das Titan hingepackt? Achso, okay. Das ist praktisch. Können wir dich auch abbauen? Ne. Haben wir hier noch was drin? Ja, Schwimmflossen. Na, ihr könnt auch hier bleiben. Okay. Schade. An der Fluchtkapsel haben sie sonst nichts verändert. Wir können sie auch nicht reparieren, ne? Dass sie mal aufhört zu rauchen. So, was bräuchte ich denn für einen neuen? Wahrscheinlich Batterien. Na, zumindest schmeißt du mich nicht mehr runter. Das ist schon mal ganz gut. Seemotte. Titan dreimal, Energiezelle, Glas und Kupfererz. Ja, das geht ja. Das geht ja. Titan, Energie, Glas, Kupfer. Okay. Merke ich mir eh nicht. Alter, haben sie das hier nochmal optisch verändert? Das sieht noch schöner aus. Das sieht immer schöner aus. Waren wir schon bei der versteckten Insel? Ich glaube nicht. Auf einer Insel die Basis zu bauen, wäre natürlich auch interessant. Das wäre auch eine ganz interessante Sache, würde ich sagen. So, nochmal zwei Windenranken. Dup, dup. Na gut, ja, dann sind wir jetzt erstmal seemottenlos unterwegs. Inventar voll. Bitte schmeißen Sie irgendwas weg, um Ich habe eine Waffe. Ich habe ein Diamantschwert. Willst du es wirklich austesten? Gut, dass wir euch immer noch keinen Strom gegeben haben. Okay, es funktioniert. Funktioniert sogar sehr gut. Jetzt wäre interessant zu wissen, wie viele Schläge man mit dem normalen Messer braucht. Um die zu töten.
Oh, Scheinwerfer wären natürlich auch mega geil für die Basis. Dass es dann so schön beleuchtet ist, wenn man da hinkommt und dann sieht... Geil, Scheinwerfer. Ja, das würde ich auch feiern. Zack. Ah, das ist, ist auch gut für die Hüllenstärke, kostet aber auch dementsprechend Titan. Da ist, glaube ich... Oh, ist ja schön. Warte mal, jetzt ist es dunkel. Ich will sehen, wie es dunkel aussieht. Geh weg, Leiter. Ja, wenn man jetzt hier noch so Lichter hinmachen könnte, dass es richtig fett beleuchtet ist, das wäre mega geil. Boah, ist eigentlich schon ganz groß geworden, ne? Ja. Me likes it. So. Dann wollen wir mal noch ein bisschen Glas machen und Quarz und Titan und keine Ahnung, was noch alles. So, das war's auch wieder mit Titan. Dann raus. Ja, es wäre mega geil, wenn man das Ganze nochmal... Oh, warte mal, jetzt ist ja dunkel. Ja, die Energie lädt sich nicht auf. Okay, also nur tagsüber bauen am besten. Ja, schön. So, wo hatten wir denn hier die Verstärkung? Das war Glas. Hier wollten wir verstärken, genau. So, oh, plus 7 bringt das. Na, das ist natürlich praktisch. Ach, wir haben nicht genug Glas. Wir haben nie genug Glas. Das ist uncool. So. Ja, Hüllenintegrität von 18. Also ich glaube, unsere Basis können wir mit Fenstern erstmal ein bisschen ausstatten. Ah, und das Titan ist schon wieder leer. Hä? Achso, Wasser. Es ist immer leer. Wir sind immer leer. Sieht schon schön aus, was wir hier uns bauen. Hier haben wir das Quarz schon abgefarmt, also auf zur nächsten schwebenden Insel. So. Ich muss sagen, im Dunkeln sieht das auf jeden Fall noch schöner hier aus. Noch ein Diamant. Toll, ich suche nach Quarz und finde Diamanten. Das ist natürlich auch schön. Wäre schön, wenn die auch wie Diamanten aussehen würden. Dann könnte man die unterscheiden. Oh. Und, hepp. Komm, segne das Zeitliche. Hast du jetzt aufgegeben? Ach, du hast schon aufgegeben. Da ist noch einer. Gibst du auf? Nee, du schwimmst noch. Du bewegst dich noch. Jetzt nicht mehr. So, ist gleich viel besser, wenn die sich auf den Rücken legen. Dann kann man nämlich auch erkennen, dass sie tot sind. Ah, wir brauchen Sauerstoff. Quarz, Quarz, Quarz. Oh, noch einer. Das ist total das unpraktische Gebiet, wo wir hier eigentlich sind. Wir werden andauernd angegriffen. Ach, die Diamanten sind kleiner. Die Diamanten sind kleiner. Wenn ich zumindest aus euch was kochen könnte. Ihr seht eigentlich ganz lecker aus. Es wird wieder hell, oder? Ja, es wird wieder hell. Die Energie füllt sich so langsam. Das ist super. Ey, das kostet ganze 10 Energie. Gut, dass sie das auf dem anderen Schiff noch nicht eingeführt haben. Also auf unserem U-Boot noch nicht eingeführt haben, dass das ebenfalls Energie da kostet. Weil dann bist du ja nur noch am Überlegen. So, das kostet eine Hüllenintegrität. Oh, wir haben wieder mal nicht genug Glas. Ich muss auf jeden Fall hier oben erstmal noch einen weiteren Durchgang bauen. Weil mir das auf den Keks geht, dass ich einmal komplett außenrum laufen muss. So. Das müssen wir definitiv noch aufbauen, damit wir hier zwei Leitern machen können. Weil zwei Leitern sind besser als eine.
Ich will was Leckeres aus euch machen können. So ein schönes Sushi oder so. Meine Algen haben wir hier auch. Warum gibt's kein Sushi? Das wäre doch das naheliegendste hier im Ozean. Sushi. Haben wir vielleicht... Nee, Gold. Hier muss irgendwo ein Nest sein.